Prometeu de servir a minha colher a fidelidade! Hallo Freunde, ich grüße euch. Heute geht es ausschließlich um das Képi Blanc. Das Képi Blanc ist das Symbol schlechthin eines fremden Legionärs. Ich habe mein Képi 5 Jahre lang tragen dürfen, bis ich dann Unteroffizier wurde. Hier haben wir ihn, Schulz. Und das Képi eines Unteroffiziers ist schwarz. Man nennt es das Képi Noir. Ja, wo kommt das Képi Blanc her? Bei den Afrika-Korps der Fremdenlegion wurden Képis getragen, die andersfarbig waren. Ja, dunklerer waren als dieses Képi Blanc. Man hat damals beschlossen, wir wollen ein Couvre-Képi machen, also ein Schutz, der das Képi und das Genick des Legionärs vor der Sonne schützte. Mit der Zeit, durch die sengende Sonne Afrikas, wurde dieses Couvre-Képi weiß, es ist ausgebleicht, und man nannte es das Képi Blanc. Schluss. Ja? Um das Képi Blanc zu bekommen, muss man die Grundausbildung in Castelnaudary mitgemacht haben oder zumindest den Marsch Képi Blanc hinter sich gebracht haben. Dieser Marsch Képi Blanc dauert, ja, es ist ein Gewaltmarsch, würde ich sagen, 60 bis 90 Kilometer. Am Ende des Marsches Képi Blanc bekommt man eben dieses Képi Blanc in einer offiziellen Zeremonie überreicht. Ein Legionär tritt vor dem Zug und er sagt den Satz: Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Wir versprechen, mit Ehre und Treue zu dienen. Im Endeffekt, und das sagt der General Dary immer, ist es kein Versprechen, sondern es ist ein Schwur, ein Eid. Nous jurons de servir la Légion avec honneur et fidélité. Das soll es heißen. In dieser Zeremonie wird auch die Zugfahne überreicht. Das heißt, durch das Überreichen des Képi Blanc hat der Legionär nicht nur die Zugehörigkeit, das Recht, zur Légion étrangère dazu zu gehören, sondern er hat auch gleichzeitig seine erste Einheit. Er gehört zum Zug des Lieutenant Antel, zum Zug des Adjutant Gast, zum Zug des Sergeant-Chef Marche Pro. Ja? Während der Remise de Képi Blanc, das auch wieder einen Ursprung hat, werde ich euch gleich mal erzählen, ist auch immer eine Section d'Ancien dabei. Das sind altgediente Fremdenlegionäre, meist schon in Rente, die dann die Patenschaft für die Legionäre übernehmen. Ja, woher kommt denn diese Remise de Képi Blanc, diese Zeremonie? Das ist eine alte Geschichte von den Offizieren der Armée Française, nämlich die der ESM, der École Spéciale Militaire Saint-Cyr. Im Jahr 1855 lud Napoleon, der Empereur, der Kaiser, die Königin La Reine Victoria ein, die Schule zu besuchen in Frankreich. Und er hat angeordnet, dass die Offiziersanwärter auf ihrem Chaco, Chaco war damals die Kopfbedeckung, Federn trugen. Und die Federn hatten die Farben Weiß und Rot. Weiß und Rot, wenn ich mich nicht täusche. Ja, kein Blau drin. Und das waren die Farben des Hauses der Königin. Ja, also ein Chaco mit den Federn Weiß und Rot. Und es stammt auch aus dieser Zeit, dass eben diese Offiziersanwärter damals überreicht bekamen den Sabre, wenn sie Offizier wurden, den Sabre, das heißt das Schwert, und ihren Chaco. Chaco jetzt mit den Federn Weiß und Rot. Ja, das hat den Offizieren damals gar nicht gepasst, denn Federn auf dem Kopf, naja, da wollte man sich nicht so mit identifizieren. Und sie haben dann diese Federn, wie haben sie die genannt, Kassoar. Und Kassoar ist so ein bunter Vogel, der sich irgendwo in Australien rumtreibt. Ja, daher das Origin Remise de Képi Blanc. Die Fremdenlegionäre, die hegen und pflegen ihr Képi Blanc. Es muss wirklich schneeweiß sein. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Muss immer blitzblank sein. Deswegen gibt es eine Etui, eine Schachtel, eine Hutschachtel, wo das Képi Blanc reinkommt. Und wenn es mal einen Fleck hat, kann es gewaschen werden. Mit einer kleinen Wurzelbürste, mit einer Savon de Marseille. Das ist eine Seife aus Marseille, die etwas heller ist. Ja, wird geschrubbt mit lauwarmem Wasser, habe ich euch schon mal gezeigt. Und dann wird es in der Sonne getrocknet, wenn möglich. Man muss mal aufpassen, ich kann mich da erinnern an eine Geschichte in Französisch-Guyana. Da hatten die Képi Blancs innen noch Metallklammern, um das Képi Blanc zusammenzuhalten. Und wenn es zu langsam trocknete, dann wurden diese Klammern, ja, sie rosteten. Und dann sah man diese
diese Rostfarben sah man dann durch. Ja, das war natürlich nicht günstig. Was haben wir gemacht? Wir haben weiße Farbe gekauft, haben mit das Käppi mit weißer Farbe angepinselt. Das ging natürlich dann ins Auge an einem Tag, ich kann mich gut erinnern, wir hatten eine Piggy Donner, das war eine Ehrensektion, ein Ehrenzug. Wir mussten einen General begrüßen und wir hatten alle unsere Käppis mit Farben bepinselt. Aber das Glück war nicht auf unserer Seite, es kam nämlich eine große Regenwolke, es fing an zu regnen und diese Farbe war nicht wasserdicht. Das heißt, wir standen da, haben die Waffen präsentiert, es regnete und die Farbe lief uns über Gesicht und Schultern. Das war natürlich ein Wahnsinnsnachteil. Ja. Ja, und dann gab es noch eine kleine Zeremonie innerhalb der Zeremonie, wenn nämlich dann der Kommandant d'Unité sagte, coiffez vos Käppi blanc. Das heißt, setzt euer weißes Käppi auf. Ja. Dann sagten die Legionäre, Legio Patria Nostra. Die Legion ist unser Vaterland. Ja. Und diese Zeremonie, ja, die gibt es heute immer noch. Ja. Legio Patria Nostra. Ja, und sollte euch dieser Kanal gefallen, dann bitte abonniert und Daumen hoch. Danke für das.